Willkommen zurück auf Volcano Ludos. Heute spielen wir Prison Architect. In der letzten Folge haben wir ein paar Neuankömmlinge reingekommen. Die werden hier runtergebracht. Und wir haben noch ein paar neue Zellen eingebaut. Offenbar reicht das schon immer noch nicht bis dahin aus. Dann machen wir mal sowas. Also wenn da jetzt auch nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. So. Dann mussten wir ja hier hinten haben wir was angefangen. Wir können eine zweite Mission annehmen. Nämlich die Besuchern. Kann man einfacher hinkriegen. Nämlich, die gehen hier rein, plus diese ganze Sicherheitstüren, die werden tief ins Gefängnis reingeführt und dann werden sie hinten, ach, können wir hinkriegen. Visitation Rights. So. Ich sag mal konkret, erstmal planen wir mal. Räume. Hätte ich mal gesagt, spontan, Visitation. Und dann, die sollen natürlich aus Brick sein. Die Besucher sollen ja ein gutes Bild von unserem Gefängnis kriegen. Bekommen. So, diese bekommt ebenfalls eine große Gefängnistür. Schön hin oder her. Sicher muss sicher sein. Das muss sicher sein. So, wir gucken mal, wie wir denn Leute bekommen. So. So. Groundkeeping, das wird gerade gemacht. Der Gärtner ist schon durch. Gärtner. Nee. Der ist schon durch. Ich muss zwei davon wegnehmen. Oh. Hier. Und ein Gärtner. Gärtner haben wir noch nicht. Okay, die sollen endlich mal ein bisschen sauber machen, oder? Das ist auch, keine schlechte Idee. Da fehlt Strom. Und warum? Warum nicht? So. Da. Und dann weg. Okay. Als erstes kriegt Warden erstmal eine geile Pulsboden. Was ist das hier? Was ist das? Das ist nicht Teil meines Planes. Das ist eine Grafikbuff oder was? Gucken wir mal gleich. Okay, dann nenne ich mal diesen Zimmer als Visitation Room. Visitation Table and Visitation Booth. Or Visitation Booth. Dann machen wir mal Visitation Table. Weil das ja noch. Dies gehört noch zu den einfachen Gefängnisteil. So.
Ich muss auch ein Kommando bauen. Wo kletter ich die hin? Die kletter ich direkt dahin. Aus Brick. Ein kleiner Kommando. Planen wir mal die ganz kurz durch. Damit können wir leben. Damit können wir leben. Da ich eh ganze Zeit in einem Konkretblock sitze quasi, machen wir mal den hier. Das ist eine geile Gemeinschaftsform, ja. Die soll jederzeit zugänglich sein. Beschränkt. Gebaut. Was wird denn hier noch? Ach, komm doch. Phoneboots, die kann ich doch eigentlich überall hinplatzen. Phoneboots. Also, wenn sie hier sind, mal, die können ebenfalls telefonieren. Wenn sie hier sind, können sie auch mal telefonieren. 7 Stück muss ich ihnen platzen, ne? 5 Stück. Dann machen wir mal. Ne, das ist eine große Datei. Machen wir 2 Stück da. 3, 4. Okay, gut. Dann eine wird noch hier eingebaut. Sollen wir das erstmal zu Ende bauen? Was ist euer Bedürfnis? Brennbäume stinkt. Ja, wo sind denn die sauber? Die hier ist erstmal die ganze Zeit. Ja. So ist das dann nun mal. So. Die ist jetzt fertig. Ich kann einen Gärtner. Einstellen. Dann kann ich auch ein Kommando. So. Und da wird ein Pool-Turbel angefordert. Mittendrin. Ja. Da ein Pool-Turbel und ein TV. Für die Gefangene, da. Tutorials. Das sollte was klappen, genau. So. So, der putzt da. Das ist auch schön. So, dann können wir doch eine andere Mission direkt einnehmen. Und zwar. So, was können wir als nächstes machen? Held. Könnten wir machen. Education. Das würde ich tatsächlich als nächstes machen wollen. Cellblock A.
Cellblock A. Wie viel? 15. Wie viel sind denn hier bereits? 1, 2, 3, 8 Stück, ne? Ja, 5, 3, 8. So, und dann konnte ich doch tatsächlich hier das A-Zellblock etwas erweitern. Keramikflor. So. Sollte man direkt Keramikflor hier drauf machen. So. Und dann ziehen wir mal das hier nach unten. So quasi. Und dann hier kommt dann Marmor. Und wieder Figur steht halt. Das ist doch schön. Gut, dann weiter. Welche Zimmer gibt es denn noch? Ja, Forest City kann man machen, für etwas Geld reinbringen. Aber konnte auch schlecht für uns enden. So, wir machen mal hier die Aufteilung. Mit einer dicken Tür. So. Und dann kommt ein weiteres größeres Tür hier. Und dann gemacht. Aber na, das da weg. Das da wird auch weggemacht. Das hier ebenfalls. So. Das können wir jetzt als ein kleiner Raum zusammenstellen. So. Und dann perfekt. So. Dann wird dieses Raum hier zusammengestellt. Und da kommen dann noch mehr Zellen. Und wenn wir 15 dann erreicht haben, dann nennen wir das dann zu einem Zellblock A. So. Wird doch irgendwann mal langsam aber wieder anfangen. Guck mal hier. Erstmal. Was ich alles hier noch gebrauchen kann. Ja. Irgendwann brauche ich das hier auf jeden Fall. Das
deswegen lassen wir die beiden schon mal machen. Ja, wohl noch nicht. Text-SVT bringt mir noch nicht. Micromanagement kann mir doch ein bisschen hilfreich sein. So. Warum fehlt da eine Wanne? Hier. So. Dann nehme ich mal ein Quick-Build. 2x3. Weiter. Bulldoze, Schießenbereich. Schießenbereich. Und Schießenbereich. Halt 1, 2, 3 brauche ich mindestens für die Wände, okay? Nein. Ich kann das doch so machen. Ich kann da einfach mal Raumerweiterung machen. Punkt 3. Dann wird in der Mitte 2 Blocks gebraucht. 1, 2, 3. Hier soll das. Also 1, 2. Wand 1, 2, 3 Wand. Ich muss das. Nur so viel erweitern. So, erstmal. Und dann brauche ich auch hier Strom. Mach ich mal einfach hier runter. Und dann das große Wasser muss ebenfalls hier runter. Das mal erstmal close. So. Materialien. Ich kann hier sagen. Die Schönheit, hier alles grün. Dann auch hier Baumpflanzen, aber da
hier wird auch oft eine Menüreinmal benötigt. Genauso wie hier. Das ist noch kurz zum das ist eine kleine Bug, nämlich. So. Alles Metall. Ich kann hier zwar auch sagen, Gefängnis sieht doch sehr, sehr so aus. So, der Jagd ist auch fertig. So. Ich warte immer noch, dass das hier gebaut wird. So. Die ganzen Wände weiter wird hier noch gebaut, ne? Genau. So. Hier Wasser, Punkt gleich. So, was können wir noch hier alles? Ah, Security, ja. Doktor, wir können doch hier bestimmt irgendwo eine Krankenstation einrichten. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge bei Düsseldorf Architekt. Bis nächste Folge. Ciao, ciao.